Wir sind ja hier in Dubai so, ne? Und bekanntlicherweise gibt es ja hier in Dubai, da fahren immer ein oder andere mal so krasse Autos rum, verstehst du? Ich werde mir heute mein Traum gekauft. Hä? Digga, wer ist das denn da vorne im Lambo? Roll? Hä, wer ist das? Hä? Leute, was geht ab? Ihr seht schon, wir sind immer noch in Dubai mit dem Ei. Guten Tag. Und ja, heute gibt es ein besonderes Video, weißt du das? Weißt du, was wir heute machen, Kevin? Nee. Okay, wir sind ja hier in Dubai so, ne? Und bekanntlicherweise gibt es ja hier in Dubai, da fahren immer ein oder andere mal so krasse Autos rum, verstehst du? Ich habe mir tatsächlich überlegt, ich habe lange darüber nachgedacht, aber ich werde mir tatsächlich heute... Halt dich fest, Kevin, halt dich fest! Ich werde mir heute mein Traumauto kaufen. What? Was denn für eins? Das verrate ich noch nicht, aber es wird sehr, sehr krass. Toll! Ja, aber davor machen wir folgendes. Wir essen was essen, sind gerade aufgestanden. Wir gehen was essen, okay? Und zum Friseur. Und wir gehen auch in den Pool rein. Cool. Bereit? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal essen. Sehen wir uns gleich wieder, okay? Okay. Machen wir. Lieben wir. Okay, Kevin, wir sind jetzt kurz im Fahrstuhl. Wir machen jetzt Outfit-Check, okay? Tule Dale Vi, Tule Dale Vi. Junge, bist du bereit? Cap von Bazaar. Ja. 2 Euro. Brille. Brille von dir. 3 Euro. T-Shirt. T-Shirt von Bakunyara. Ja. 4 Euro. Okay, Hose. Hose von Zara. 30 Euro. Schuhe. Schuhe von Jazzy. 3 Euro. Mhm. Und ein Spielzeuguhr, stimmt's? Hier müssen wir jetzt raus. Okay. Aber ich muss auch noch Kevin. Dein Auto kostet 4 Euro. Aber ich kann euch so viel sagen, ich habe gekauft für 4 Euro auf Ebay so Mystery Box. Ja. Stimmt wirklich. Das ist Chris. Chris, unser Maker. Okay, wir gehen jetzt zum Friseur. Digga, Kevin, einfach Flügeltüren, Junge. Wir fliegen jetzt gleich weg. So, wir gehen jetzt essen. Boah, guck dir an, Junge. What? Wo fahren wir jetzt hin, Kevin? Zum Friseur, weil du aussiehst wie ein Struppelkopf. Hä, ich habe hier das Essen, Bro. Ja, oder erst essen, je nachdem. Ja, ja. Digga, Leute, schaut mal. Hier ist vor allem einfach gerade so ein riesengroßes Aquarium, Digga. Guckt euch das an. Junge, da schwimmt einfach so ein Ei. Und Kevin, das Ei ist gerade weg. Komm, wir verarschen den jetzt. Ha, verarscht. Ich hasse dich. Ich dachte, ich habe dich verloren jetzt gerade. Junge, in diesem Aquarium, da warst du einfach drin. Da war einfach ein Ei drin. Hey, Leute, wir sind jetzt hier am Burgerladen. Du hast schon Hunger auf Birchie. Ich habe auch Hunger auf Birchie. Guckt euch das an. Es gibt hier sehr, sehr krasse Birchies. Apro RED. Birchies, Freunde. Ihr wisst, mit Doppel-Patties, Triple-Cheese. Wenn man eins bis 10, wie sehr hast du überhaupt auf Birchie? 10. Ich auch. Welchen nimmst du? Weißt du, welches du nimmst? Schau mal. Das sind so alle Birchies, die es gibt. Ich nehme so normal mit Käse einfach. Ich glaube, ich nehme so den... Oder weißt du? Ich finde, der hier sieht krass aus. Ich nehme den Spicy. Please, one Spicy. Ja, du willst noch was zu trinken. Yes. Please, Lippen. One Lippen. Then I have this one, but without tomato. Medium. Yes, as meal. Medium or large? Medium. Ohne Tomaten? Ja. Bist du dumm? Nee, ich muss schlafen. Er isst ohne Tomaten? Junge, jetzt wird richtig weit weggefuttert. Wir sehen uns gleich. Let's go. Okay, Leute, wir haben jetzt unser Essen bekommen. Kevin, gönnt sich hier gerade richtig fett Pommes. Junge, das sind auch deine. Also unsere Pommes. Ja. Und ansonsten, das ist mein Burger. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so krass aus. Aber egal, Kevin, wir tasten jetzt einfach, okay? Ja. Wir tasten jetzt einfach mal, Leute. Komm, ich taste so eine Pommes hier. So ein Pommes. Achtung. Die Pommes sind okay, Kevin. Du musst ja hier deine Soße probieren, die du extra genommen hast. Schau mal, wie gut das ist. Okay, Leute, wir testen jetzt. Ekelhaft. Das ist geisteskrank, ekelhaft. Kost mal. Nee. Du kostest jetzt einfach mal. Nee, die hast du bestellt. Junge, du kostest jetzt einfach mal kurz eingeben, Junge. Und dann sag deine Meinung. Wow, Digga, ist das dein Ernst? Du machst auf ein Pommes, er nimmt ein Pommes und macht so. Schmeckt nicht. Weck mich morgens um 4, schlag den wenn er 1 gegen 1 gegen mich kommt. Du bist geisteskrank, ekelhaft. Wir essen jetzt erstmal. Okay, Leute, wir sind jetzt fertig mit Essen. Aber Kevin und ich gehen jetzt gleich noch zu einem Haircutter. Denn
lassen uns unsere Haare machen. Wenn wir mein Auto abholen, wollen wir ja auch gut aussehen. Du checkst, oder? Checkst du? Ja, wir können ja nicht so auftauchen. Oder das Auto wird so krass sein, können wir nicht so auftauchen, weißt du, ich meine? Was soll das denn jetzt heißen? Oder? Das wird geisteskrank. Willst du sagen, ich bin hässlich? Bruder, ich bin hässlich und ich bin stolz. Das mit dem Stolz ist mir neu. Schreib mal in die Kommentare, wer es kennt. Kennst du das überhaupt? Nein. Oh mein Gott, das ist jetzt unangenehm. Junge, der Typ ist so komisch. Guckt ihn euch an. Das ist jetzt unangenehm. Tschüss, Leute, wir sehen uns gleich. Kevin. Oh, das ist so ein Rochen, Digga. Er putzt es. Guck mal. Nop, nop, wie macht der? Nop, 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 nop. Junge, guckt. Oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Digga. Digga, das, der ist so groß wie du. So groß wie du. Guck mal, da oben auch noch der. Ja, ja, ja. Junge, einfach hier schwimmen so Haie rum, Bro. Digga, guck mal, wie viele. Digga. Die kommen alle zu uns. Kevin, die wollen dich auffressen. Wir müssen jetzt trotzdem zum Friseur, Kevin. Kevin, wir müssen jetzt zum Friseur, okay? Sind ready. Gehen zum Friseur, Leute, let's go. So, Leute, wir sind jetzt beim Friseur. Da bin ich. Da sitzt Kevin, das Ei. Hi. Deine Friese, Bruder, die muss echt abge... Aber ich muss auch, ne? Kevin, du kriegst jetzt einen sneaken Cut, bist du ready? Ja. Ja, ich sehe auch aus wie ein afrikanischer Löwe, Bruder. Deswegen habe ich auch Mütze auf, Leute, weil ohne Mütze sehe ich aus wie ein Löwe. Vollidiot. Mütze absetzen, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Meine Augen! Digga, meine Haare sind so lang, Digga. Oh mein Gott, Junge. Also die müssen echt gecuttet werden, Leute. Deswegen gehen wir jetzt zum Friseur. Ihr seht jetzt gleich vorher, nachher, okay? So, Leute, wir sind jetzt fertig mit dem Haircut. Ich sehe jetzt aus wie so ein Dubai-Kid. Du bist wieder ein frisches Ei. Ja, meine Haare müssen erstmal wachsen, Digga. Das Ei ist weg. Sag, bist du zufrieden mit deinem Haircut? Ist okay. Hey, Bro, es ist ehrlich. Das ist findest du? Ja. Fand der in Frankfurt, der meine Haare gemacht hat, besser gemacht. Bei mir ist es auch ein bisschen weird, aber ich bin in Dubai, Bro. Digga, du siehst echt aus wie so ein Dubai-Kid. Ja, ich sag, ich sehe wirklich aus wie so ein Dubai-Kid, Bro. Aber Leute, egal wie fixen das dann, ich mach dann wieder ein bisschen Wischwusch, dann sieht wieder alles normal aus. Aber Kevin, bist du bereit? Leute, wir drehen jetzt die Kamera. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Bro, Kevin. Digga, der ist einfach fast 1 Kilometer hoch. Film mich mal, wie ich davor stehe, Bro. Digga, du siehst aus wie ein Boss. Was sagst du? Du siehst aus wie so ein Boss. Ich bin doch der Boss, Junge. Alter, hier von unten sieht es voll krass aus. Was sagst du? Sieht voll krass aus hier von der unteren Perspektive. Echt jetzt? Ja, ja. Kevin, wir holen gleich mein Auto ab. Bist du bereit? Bist du ja. Bereit? Bist du bereit? Ja. Mein Auto wird zu krass, Bro. Ich bin gespannt. Es wird sehr, sehr krass, mein Auto. Ich sag euch, seid gespannt, Leute. So, okay, Leute, kurzes Update jetzt, bevor wir gleich mein Auto abholen. Jetzt habe ich das gerade abgemacht. Ihr seht, wir sind hier gerade in der Wüste. Kevin da unten, der chillt einfach mit einem Kamel. Hier ist überall Kamele, schaut mal. Kevin, was sagst du? Hier, du willst ihn doch mal füttern. Mitten in der Wüste, ja? Soll ich einfach füttern? Ja. Komm, ich gebe ihm das jetzt, okay? So ein Feini möchtest du? Komm, ich gebe dir ein bisschen Gras. Guck mal, wie der am Kauen ist. Ihr seht euch sehr ähnlich. Oder halt. Nein, nimm das, ich hab... Guck mal, er will gar nicht von mir haben. Oder er disrespektiert dich, ja? Er hat mir Disrespekt. Guck mal, viel besser aus meiner Hand. Du musst ihm so sagen, Habibi, take my grass. Ich hab mal Mending drauf gemacht. Das refillt sich, wenn er XP einsammelt. Oder? Nee, aber irgendwie nicht. Dann streich ihn mal. Komm, Habibi, ich geh jetzt nach Hause, okay? Ich wünsche dir einen schönen Tag. Haust da rein, ja? Okay. Digga, wer ist das denn da vorne im Lambo? Lol? Hä, wer ist das? Hä? Hä? Was gibt, Bruder? Bro, hast du ein neues Auto? Ja, hab ich dir gesagt, dass ich das abhole. Was ist das für ein Auto? Hä, Lambo, Bruder. Huracan. Hä, bist du... Digga, steig ein, Junge! Bist du reich? Geh mal ganz kurz hinter deinen Auspuff, Bruder. Vertrau. Hä? Was? Ja! Bruder! Komm, steig ein, Junge! Digga! Digga! Einfach ein scheiß Lambo, ey. Ich fass es nicht! Bruder, das Auto ist zu, ich komm nicht rein, ja? Bruder, was? Ist zu? Ja. Setz es auf, komm rein! Ja, was sagst du an deinem Auto? Bruder!
Bruder. Boah, das Ding ist geisteskrank. Wie gefällt's dir, sag mal ehrlich? Ist sehr krass. Ich gebe mich noch ein Stück mit vor, okay, und dann sind wir auch gleich da. Okay. Ansonsten, Leute, schreibt gerne mal in die Kommentare von 1 bis 10, wie ihr das Auto findet, weil ich find's geisteskrank, Bro. Ich sag dir ehrlich, es ist sehr, sehr krass. Der Wagen passt zu dir, muss ich sagen. Ja, der ist schon sehr, sehr krass. Der ist schon sehr, sehr krass. Okay, let's go. Lass mal eine Runde fahren. Ansonsten, Kevin, wie war dein Tag heute? Digga, war gut. Wo wollen wir jetzt hin? Zum Hotel, hätte ich gesagt, oder? Okay, easy. Machen wir. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir zum Hotel. Und ansonsten, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und ja, ansonsten, ich danke euch für alles. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns vielleicht im nächsten Vlog. Lasst ein Like und ein Abo da. Und das war's mit dem Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao.